Hallo und herzlich willkommen bei 92.000 Games. Ich bin wieder eure Kari und spiele heute mal selber ein bisschen Magic. Die letzten Runden hat ja der Zartoner gemacht. Ich habe mir aber ein neues Deck gekauft, beziehungsweise zusammengestellt. Und zwar ein Goblin-Deck. Das möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, denn ich persönlich finde das ziemlich übel. Schauen wir mal. Übrigens, falls einer von euch gegen mich damit antreten will, sagt Bescheid. Ich bin jederzeit bereit. Was haben wir denn? Wir haben drei Mana, wir haben ein paar Zauber, wir haben einen Goblin auf der Hand. Das würde ich nehmen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis unser Gegner mal was macht. Perfekt. Behalten. So, mein Freund. Ich warte. Ja, blaues Deck. Warum müssen das immer blaue Decks sein? Ich hasse blaue Decks. Schauen wir mal, ob ich den trotzdem klein kriege. Naja, verpasst du mir mal deinen einen Schaden. Der Zauber bringt im Augenblick noch nichts. Ich habe ja keine Kreatur, auf die es wirken würde. Und auf ihn will ich es einfach nicht wirken. So, aber den hier werde ich mir gleich holen. Perfekt. So. Jetzt kosten mich alle Goblin-Zaubersprüche eins weniger. So, den hier kann ich dann gleich wirken. Dann kriegen andere Goblins plus eins plus eins. Und wenn ich einen Goblin opfere, kann ich ein Artefakt meiner Wahl zerstören. So. Jetzt erstmal den da. Und den da noch direkt hinterher. Und Attacke. Und ihr seht schon, innerhalb von 4 Runden habe ich ihn auf 9 Trefferpunkte runtergekloppt. Das ist. Ja, ne? Wenn er halt in der nächsten Runde nichts zum Blocken hat, ist er tot. Eine Geiselnehmerin, okay. Ah, gut. Er schickt mir einen ins Exil. Und kann ihn jetzt selber wirken. Ja, wenn ich auch mal ganz ehrlich bin, ist mir das egal. Ich habe ihn schlicht und ergreifend seine Piratin geklaut. Ach ja, was haben wir noch? Ich würde sagen, in der nächsten Runde arbeiten wir mit dem Zorn oder doch? Nee, mit dem Gossenschützen. Der ist viel lustiger. Jedes Mal, wenn ich dann einen spontanen Zauber wirke, kriegt er automatisch 2 Schaden. Ja, ne? AKA, er ist instant tot. Ach ja. Jetzt muss er überlegen. Glaubt er noch eine Chance zu haben? Er glaubt es. Oder alternativ hat er auch eine Quest, dass er so und so viele Kreaturen spielen muss. Aber gut. Ich könnte natürlich. Nö, ich mach das. Ich hole mal meine Kreatur wieder. Ja, kannst du nichts gegen machen. Du hast kein Mana dafür. Na doch, er hat seinen Flieger geopfert. Okay. Ich würde mal sagen, wir greifen trotzdem an. Er muss blocken und verliert damit automatisch seine Kreaturen. Das heißt, ich kriege meine Kreatur zurück. Wenn er nicht blockt, ist er schlicht und ergreifend tot. Da haben wir unseren zurück. Und ja, du hast recht. Gutes Spiel. Wir sind ja nett und sagen das auch. Jetzt ist halt die Frage, will er noch was machen? Er tut noch was. Wir spielen unseren Gossenschützen, ein Land und ja, die Goblinversammlung. Tschüss. War schön mit dir. So, liebe Freundin der Nacht. Wie gefällt euch das Deck? Sagt mal Bescheid.
hat natürlich gegen andere Decks teilweise ein paar Schwierigkeiten, gerade gegen blaue Decks, wenn es ein Abwurfdeck ist. Aber die hat man ja auch relativ selten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wisst ihr was? Wir spielen mal noch eine zweite Runde. Vielleicht seht ihr mich ja auch mal verlieren mit dem Ding. So, schauen wir mal. Was für einen Gegner kriegen wir jetzt? Ich sage schwarz-grün. Einfach mal so. Und wir warten ein paar Sekunden. Ah, da ist er ja. Wen haben wir denn? Mega Papka. Ja. Genau. Warum auch immer. Gut, wir haben 4 Mana. Perfekt. Das behalten wir so. Ich habe natürlich auch jede Menge Einser-Kreaturen bei mir im Deck, aber kommen halt nicht immer. Das ist ein Verteidiger. Okay. Der kann nichts machen außer verteidigen, bis zu der Sekunde, wo er eine Ausrüstung kriegt. Das heißt, ich muss den auch erstmal nicht fürchten. Und mein störrischer Goblin kommt raus. Der könnte ihn auch tatsächlich töten, obwohl er nur 2 Schaden macht. Denn er fügt immer automatisch 1 Schaden zu. Was machen wir jetzt? Ich nehme den da. Und wir greifen einfach mal an. Okay, das war doof. Dupdidu, habt ihr nie gesehen? Oh Mann. Okay, was ist das denn? Es gibt keine Obergrenze an Anzahl der Karten, die du auf der Hand halten kannst. Ja gut, wenn er meint. Ja, das mache ich. Ich will den Flieger nicht haben. Und wir greifen wieder an. Wenn er blockt, verliert er die Kreatur. Tut er nicht. Okay. Okay. So. Und jetzt kann er hier attackieren. Das möchte ich nicht. Okay. So. Wie machen wir weiter? Wir nehmen den hier. Und den noch direkt hinterher. So. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Runde machen. Dass ich ihm seinen Artefakt da zerstöre. Wobei, doch, werde ich machen. Na, das machen wir jetzt noch. Ja, möchte ich den da. So, der ging mir auf den Keks. Sehr schön. Und nächste Mana, die Goblin-Versammlung. Wir greifen an. Jetzt muss ich überlegen. Das, was ich auf der Hand hier habe, kann er so nicht alles blocken. Wenn er keine zweite Kreatur jetzt rausbringt, ist er nächste Runde tot. Aha. Okay. Wenn er meint. So. Wir spielen das. Wir spielen das. Ihr habt es ja gerade schon mal gesehen. Ein Schaden auf alles. Und wir greifen an. Dann hatte er auch realisiert, dass er das einfach nicht abhalten kann. Dementsprechend Sieg für uns! Wuhu! Und ich bekomme eine neue Karte. Was haben wir denn? Das Präkognitionsfeld. Ja, blaue Karte. Blau spiele ich höchst ungern. Dementsprechend werde ich die wohl nie einsetzen. Werden wir auch mal sehen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid. Wir sehen uns wieder. Ciao!